Den Hintergrund eines Ordners kann ich beliebig gestalten. Ich kann die Hintergrundfarbe ändern. Das wäre hier Standard Weiß oder ich kann sogar ein Hintergrundbild einstellen. Die Standardwerte lege ich wie folgt fest. Ich klicke auf Anwendungen, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor, mache einen Doppelklick auf Apps, einen Doppelklick auf Nautilus, einen Klick auf Preferences, setze ein Häkchen beim Schlüssel Background Set. Hier ist jetzt die Hintergrundfarbe, das wäre der Schlüssel Background Color. Ändere das von Weiß in Schwarz, also FFFFFF in 00, 00, 00. Beim Schlüssel Background File Name kann ich ein Hintergrundbild einstellen. Das ist jetzt für alle Ordner. Man kann aber auch jeden Ordner einzeln einstellen. Dazu klickt man jeweils auf Bearbeiten, Hintergründe. Hier kann man sich jetzt eine Farbe aussuchen oder ein Muster. Klickt es an und zieht es zum richtigen Ordner. Per Drag and Drop funktioniert das. Das geht auch beim eigentlichen Desktop-Hintergrund. Um die Standardwerte wieder zurückzuholen, gibt es das Zurücksetzen. Man klickt Zurücksetzen an, behält den Klick bei und zieht es wieder zum jeweiligen Ordner oder zum Desktop-Hintergrund. Das war's schon.